So, Freunde, es geht weiter mit dem SL. Die Teile sind jetzt da für die Tür und jetzt können wir da jetzt alles zusammenbauen. Hauptgrund, wieso wir das alles hier in Angriff genommen haben, war ja jetzt hier diese Sitzverstellung. Sitzverstellung links und rechts jeweils. Und da sehen wir unten diesen Rahmen mit diesem Clip dran, also in diesem Metallclip. Und diesen Rahmen werden wir jetzt einmal komplett austauschen, weil der halt schon hier auch gebrochen ist zum Teil. Ja, und dann bauen wir die Tür wieder zusammen. Scheibe wieder rein, das könnt ihr hier sehen, das ist natürlich alles immer noch zerlegt. Dann kommt dann gleich, wie gesagt, die Scheibe wieder rein, der Fensterhebermotor und dann die Türverkleidung. Ja, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal kurz die defekten Rahmen um. So, hier haben wir diese ganzen einzelnen Teile. Ich muss jetzt erstmal sortieren und gucken, welche Teilenummer ich brauche. Die stehen nämlich auch hier drauf, soweit ich weiß. So, die 411 und die 0211. 0211 und 411. So, das heißt, die sind für die andere Seite. So, und hier sind dann Klipse. Wir brauchen dann pro Seite jeweils 4 Stück. So, dann können wir einen Schraubendreher nehmen. Zack, alles mal auseinanderschrauben. So, hierfür braucht er einen sehr kleinen Schraubendreher, weil es sehr kleine Schrauben sind. Aufpassen, dass er die nicht verliert. Sind hier zum Vergleich, kann ich euch direkt mal zeigen. Da sind hier diese Nasen bei dem abgebrochen. Deswegen tauschen wir den auch. Hier unten in die Führung rein. So eine Klammer rein. Gucken, wie so. Zack, ist jetzt wieder hier eine Klammer auch drauf. Super. Dann können wir direkt die andere Seite hier abbauen. So, und hier genau das Gleiche. Da waren hier die Pins abgebrochen. Und dann hält das einfach nicht mehr, weil dann können wir das ja nicht mehr in die Türverkleidung reinschieben und hier dann einklipsen. So, zack. Den neuen Clips rein. So, und jetzt ist das eigentlich wieder so, dass es halten müsste im Normalfall. Also die Konsole von der Sitzverstellung hier drauf. So. Alles fest. So, als allererstes werden wir jetzt die Scheibe wieder in den Rahmen einführen und hier in die Schere, sodass es alles fest ist. Dann müssen wir gucken, die Scheibe muss dann oben bleiben auf jeden Fall. Und dann müssen wir den Motor einbauen, weil wir kriegen den Motor sonst nicht gescheit eingebaut, glaube ich. Ja, deswegen erstmal die Scheibe rein. Weil wir kriegen, wenn wir der Motor drin ist, kriegen wir die Scheibe mit der Fensterführung, mit dem Fensterheber an sich nicht mehr hoch und runter geschoben. So, das Panzerband wieder weg. So, Scheibe sitzt jetzt hier auf der Schere und muss jetzt mit der Schere wieder verbunden werden. Thank you.
Okay, Freunde, wir haben doch ein kleines Problem mit dem Fensterhebermotor. Also als ich ihn gestern mit Plus und Minus an der Batterie geklemmt habe, lief er ganz normal. Klemme ich den hier jetzt an die Versorgungsleitung, läuft er nicht mehr und es kommt auch keine Spannung an. Also es kommt Spannung im 0, Volt Bereich hier nur anzumessen. Mache ich den Motor ab, messe dann hier wieder, dann habe ich meine 12 Volt. Das ist ja echt komisch. Dann ist der Motor wohl doch hin. Das heißt, wir werden uns doch jetzt erstmal einen neuen Motor besorgen. So, Freunde. Fensterheber geht jetzt doch wieder. Und zwar lag es nämlich daran, ich war kurz davor, einen neuen Motor zu bestellen, aber der Motor, der war ja soweit in Ordnung. Und dann sind wir dem Fehler nochmal auf die Spur gegangen. Ich habe einen Kollegen gefragt und der hat sich jetzt darum gekümmert. Und so blöd es klingen mag, es war nur eine Sicherung. Die Sicherung war nicht defekt, aber halb. So halb defekt. Das ist nämlich so eine komische, ich habe die jetzt gar nicht mehr hier, das ist blöd. Das ist so eine komische Plastiksicherung, wie so ein Stäbchen. Und links, rechts hat der nämlich dann so Metallkontakte, das wird einfach nur so reingeschoben. Und einer dieser Metallkontakte hatte so einen Riss gehabt. Und dadurch hat das irgendwie einen Übergangswiderstand produziert und sobald da Last drauf gekommen ist, ist die Spannung eingebrochen. Um es ganz mal ganz vereinfacht zu sagen. Ja, deswegen läuft jetzt alles. Jetzt ist es halt soweit, dass wir jetzt hier wieder alles zusammenbauen können. Das heißt, Türverkleidung dran. Folie, ich habe eine neue Folie dabei, die werde ich jetzt noch eben ankleben. Und dann alles wieder zusammenbauen, soweit. Und natürlich hier die Blende für die Sitzverstellung, diese Blende hier wieder einbauen mit mit diesen reparierten Führungen, was das angeht. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt direkt mal weiter. So, die eine Seite ist fertig zusammengebaut. Jetzt machen wir noch die Fahrerseite, weil hier ist ja das gleiche Problem mit der Blende. Da zeige ich euch einmal, wie das funktioniert. Wir ziehen hier von unten das obere Stück ab, nehmen dann die Schraube hier hinten raus und können dann hier diese gesamte Klammer rausnehmen. Und weg. So, und können dann hier das ganze Teil einmal rausnehmen, nehmen einmal kurz die Stecker ab. Ziehen hier diesen Kleber ab, der hier drauf ist. Ich weiß nicht, ich glaube, die Leute wussten es einfach nicht besser, dass man das auch einfach nachkaufen kann für ganz günstig. Man muss auch nicht hier mit so einem komischen Kleber rumfuschen. So, und dann bauen wir wie bei dem anderen hier einmal die Rahmen nochmal um und setzen dann wieder alles ein. So, bauen wir wieder alles zusammen. Hier die Stecker drauf. Irgendwie, jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier läuft. So. Zack. 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 So, das führen wir hier ein. Drücken im Prinzip die Blende hier bis hinter die Türverkleidung und schieben die halt richtig schön rein. So, und sitzt drin. So, und somit hätten wir das Ding repariert. Natürlich hat er so ein paar Macken schon vorher gehabt. Das bleibt jetzt nicht aus, da muss man mit leben. Das gleiche ist hier die Klappe.
an der Seite hier, die ist auch ein bisschen schon ramponiert, würde ich sagen. Das Problem ist, dieses Teil gibt, soweit ich weiß, von Mercedes gar nicht mehr. Und ein gebrauchtes kostet 300 Euro aufwärts, das, was ich gesehen habe. Und ja, dafür ist es einfach viel zu teuer. Also nur für diese eine Blende über 300 Euro zu bezahlen, da kann man lieber so damit leben, denke ich mal. So, damit sind wir wieder am Ende dieses Videos angelangt. Das war jetzt der zweite Teil. Wie gesagt, wir haben ja einmal den Lichtschalter ersetzt und dann in dem zweiten Video jetzt hier die Blenden für die Sitzverstellung wieder repariert. Ja, funktioniert alles wieder soweit. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und eventuell dem einen oder anderen auch weitergeholfen, auch wenn ich weiß, es gibt nicht so viele mehr von diesen Fahrzeugen. Aber trotzdem, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.